Nimm das Problem an, denn erst dann kannst du es verändern. Ja, hallo vom Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz. Das Problem muss erstmal erkannt werden, dass im Leben etwas nicht passt. Sich allmählich bewusst machen, worum es geht, was das Thema ist. Und dann muss man das annehmen. Es ist so, ich habe Scheiße gebaut oder andere sind schuld, wie auch immer. Der Zustand ist jetzt da. Das heißt, nicht im Problem verhaftet sein, nicht das Problem bedenken, sondern annehmen, damit man dann nach Lösungen suchen kann. Und annehmen ist nicht immer einfach, denn gerade tiefgehende, wichtige Themen des Lebens haben sich wie eingebrannt, haben Menschen verletzt. Man hat als Kind gelernt, ich muss immer arbeiten, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nichts. Mein ganzes Leben rackert man sich ab, dann kriegt man einen Herzinfarkt, einen Bandscheibenvorfall, eine Krebsdiagnose und dann denkt man, warum hat man das alles gemacht? Ja, die anderen sind schuld. Ja, ich musste ja immer. Ja, sonst konnte ich das nicht bezahlen. Und dann konnten wir nicht dies und jenes. Und die Kinder, bla bla bla. Man findet immer Ausreden. Aber das, was da ist, ist da. Das kann man nicht mehr, wenn man es mal erkannt hat, verleugnen, verdrängen, verschieben, die Schuld abwälzen. Das sind so Dinge, die muss man dann auch erst mal erkannt haben, dass man die Schuld immer abwälzt, ja, der ist schuld, ja, der Staat ist schuld, ja, der Krieg ist schuld, ja, dieses ist schuld, aber es ändert sich dadurch in der Regel nichts. Auch die Themen, warum habe ich Krebs, warum habe ich jetzt einen Herzinfarkt, warum läuft meine Firma nicht, diese ganzen Dinge klären sich erst oder kann man erst versuchen zu klären, wenn man das Thema annimmt. Genau hingucken, das Thema erkennen, wo kommt es her vielleicht und dann annehmen. Und das ist oft sehr schmerzlich, wenn man dann gewahr wird, oh, jetzt habe ich 30 Jahre auf der Arbeit immer mein Bestes gegeben, naja, dann wird man gekündigt, man ist ja ersetzbar, sehr ernüchternd. Man hat in Beziehungen immer alles gemacht für den anderen, war immer da, hat sein Bestes gegeben, hat gearbeitet, Geld verdient. Zack, läuft es nicht mehr, ist es vorbei. Man hat so viel Energie reingegeben, aber das ist nun mal so. Wir sind ja keine erleuchteten Menschen, sondern wir machen alle unsere Fehler, haben unsere Schwächen, unsere Nichterkenntnisse. Wir schauen weg, so wie man es eben gelernt hat. Wir wurden programmiert, konditioniert. Das ist einfach so. Und das muss man eben annehmen. Jetzt bin ich pleite, jetzt habe ich Krebs, jetzt habe ich dies, jetzt kommt das. Wenn man es nicht annimmt, kann man nichts verändern. Und das hat was mit eben Nehmen zu tun. Und besonders die Verantwortung übernehmen, aufnehmen. Für sich selber, für sein Leben, für sein Schicksal, für seine Krise, für das Ganze, was nicht passt. Und erst wenn man die Verantwortung übernimmt, das also annimmt, dann, ja, könnte man sagen, kriegt man eine Antwort vom Leben. Hey, du hast es angenommen, es ist deins. Und jetzt kannst du und nicht andere, nicht der Arzt, nicht der Professor, nicht der Krebsspezialist, nicht der Finanzberater, nicht der Börsenchef, nicht der Guru, sondern du kannst was verändern. Und das Annehmen tut oft, oh, tut weh, schmerzhaft. Wenn man sieht, was man dafür oft einen Scheiß praktiziert hat oder aufgrund eines Glaubenssatzes aus der Kindheit hat man sein ganzes Leben bestimmte Dinge getan, das ist erstmal sehr ernüchternd. Und in Beziehungen zum Beispiel oder mit Menschen, Kindern, Verwandten, das schmerzt dann, wenn man sieht, das ist nicht so, wie man es eigentlich immer gedacht hatte.
Und dann kann es sein, dass bei manchen Themen es einem das Herz zerreißt. Oder eben bei schlimmen Diagnosen wie Krebs. Dann zerreißt es einem erstmal das Herz bei Trennungen. Bob, plötzlich ist der Mann, die Frau fremdgegangen. Was ist da los? Man hat nie was gemerkt. Weil man sich nicht bewusst war. Man hat gedacht, naja, alles weiter. Oder man hat gar nicht gedacht, sondern immer nur gearbeitet, gemacht, getan. Und irgendwann kommt dann die Ernüchterung und man weiß gar nicht genau, warum ist das alles passiert. Ja, das muss man trotzdem annehmen. Es ist jetzt so, wie es ist. Kann man nicht verleugnen, verdrängen. Das bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, das macht alles nur schlimmer. Man muss hingucken und es annehmen, auch wenn es weh tut. Da gibt es auch Therapeutinnen, Therapeuten, die da helfen können. Aber wenn man Dinge nicht annimmt, dann kann man sagen, die gehören mir eigentlich nicht oder ich denke, das gehört mir nicht, das ist nicht meins. Dieser Unfall, diese Krankheit ist nicht meins, das sind die Keime schuld, da ist ein Virus schuld, da ist ein Geschwür schuld, da ist das Leben schuld oder mein Chef hat mich immer so drangsaliert, jetzt habe ich ein Magengeschwür. Nein, man ist immer selber verantwortlich. Denn wenn andere schuld sind, dann kann man nichts verändern, denn andere kann man nicht verändern. Man kann nur sich selber, die Sichtweise, die Möglichkeiten. Aber dazu muss das Thema erstmal mir gehören. Klar. Weil man selber trägt eben immer für alles die Verantwortung. Und wenn man die Verantwortung abgibt an andere Menschen, an Ärzte, an wen auch immer, dann kann man selber nichts tun. Man kann nicht selber das Fahrwasser oder den Weg bestimmen, wenn andere immer reinreden, einen belabern, weil sie anscheinend studiert haben. Das ist richtig in gewissen Dingen, aber auf dem Lebensweg muss man das selber verstehen. Das kann man nur verstehen, wenn man es durchlebt, wenn man diese Gefühle auch sein lässt, wie sie sind. Ich fühle mich jetzt scheiße, ernüchternd, alleingelassen, wie auch immer. Es gibt Menschen, die können da beistehen, aber man muss es trotzdem selber spüren. Weil wenn man es nicht spürt, kann man nicht genau verstehen, worum geht es im Leben. Oh, ich fühle mich jetzt scheiße. Vielleicht so wie als Kind damals, Punkt, 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 wo das und das war. Dass man sozusagen die Gefühle rauslässt, um noch mehr Bewusstsein auf allen Ebenen zu bekommen. Auf der Körperebene, auf der Ebene der Sinnesorgane, Gerüche, Bilder, die vor Augen kommen, Körperpositionen, alles ist wichtig, um zu erkennen, das ist mein ganzheitliches Thema. Es hat mit allen Ebenen zu tun. Alle Informationen sind in den Zellen gespeichert, im Energiekörper, Pranamaya Kosha und wo alles noch. Und es ist eh schon in mir drin. Nur wenn ich es verleugne, verdränge und sage, es gehört mir nicht, dann komme ich auch nie auf den Trichter, hey, ich könnte was verändern. Und deswegen funktionieren viele Therapien nicht, weil man selber das Problem nicht angenommen hat. Und allein schon, wenn man nur das Thema annimmt, es ist jetzt so, ich habe das gemacht, dann eröffnet sich wieder ein neues Feld. Und zwar ein Feld an Möglichkeiten. Aber dazu im nächsten Video mehr. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe selber keinen Plan. Aber wir werden uns so rantasten, wie kann man Probleme lösen? Wie kann man Veränderungen in die Wege leiten? Was braucht es vor allen Dingen dazu? Das kann man nicht einfach in einem Buch lesen. Da braucht es noch viele, viele Dinge mehr. Und so haben wir eben Zeit braucht es. Braucht immer Zeit. Tiefgehende Lebensthemen kann man nicht rucki-zucki lösen. Es braucht Arbeit. Auch wenn es manchmal so ausschaut, zack, jetzt habe ich es verstanden. Aber man vergisst oft, wie viel Leid und wie viele, wie sagt man, Umwege man gefahren ist, bis man da drauf gekommen ist. Nun, vielen Dank.
Schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.